zusammen und herzlich willkommen in Tamriel und zurück mit einem neuen Charakter. Also für den Fall, dass jetzt irgendwas anders sein sollte als vorher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas anders ist als vorher. Ich habe nämlich eigentlich komplett andere Klamotten an. Okay, egal. Und ich sehe dich nicht. Ja, ich bin noch in dem Schiffchen drin, deswegen ich komme jetzt gleich Ach so, raus. Okay. Dann rüste ich schon mal hier mal freshen Schwerter aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der noch reden muss. Muss ich mit der reden? Nee, ne? Ich gehe jetzt einfach mal raus. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich hier rauskomme. Was denn? Ich habe so eine Robe bekommen und einen fetten Bogen. Oh, nice. Von wem? Von was? Also hast du eine Uhr im Inventar. Eine Uhr? Lol, was ist das für ein krasser Bogen? Der leuchtet rot. Was für eine Uhr? Wo? Eine Urne. Keine Urne. Ach, eine Urne. Ah, da. Okay. Warte mal, stopp. Oh. Doppelklick drauf und dann kannst du sie öffnen. Ach, das ist cool. Da. Awesome. Ja, das sieht doch schon ganz schnieke aus, ne? Ach, und ich habe die zwei Schwerter von Anfang an gehabt, okay. Ja, das sind halt deine Schwerter, deine Standard. Das sind aber zwei Hände, kann das sein? Oha, ja. Und was für welche? Ich will aber keine zwei Hände. Ich wollte doch eigentlich keine Robe tragen, aber... Man muss jetzt nehmen, was man kriegen kann, ne? Ich glaube, hier komme ich nicht raus, sondern da hinten. Ja, der letzte Part ist ein bisschen dezent schief gegangen, möchte ich mal so sagen. Wir sind erstmal... Hast du zufällig gerade eine Gruppeneinladung bekommen? Ja, habe ich tatsächlich. Gut. Zum Anführerreisen. Ich kann jetzt direkt zu dir kommen. Warte, ich komme, kurz. Ich erscheine. Ich würde gerne... Das sieht übrigens mega genial aus, wenn man diese Reise macht. Mit diesen Sternen, die vor dir erscheinen, das finde ich so cool. Oh, Alter, man kann erst ab Level 15 zwei Waffen tragen. Also. Ja, ich weiß. Ich habe auch tatsächlich noch gar nicht mit meinem anderen Charakter Level 15 erreicht. Ich bin da, glaube ich, bei Level 13. Das dauert mega lange, ohne Scheiß. Also, wie ihr vielleicht vermuten könntet, haben wir hier einen weiten Weg vor uns. Das wird ein sehr langes Let's Play, wie es ja bei Online-Spielen eigentlich immer so wird. Huch, wo bist du? Aber ich bin hier. Wo ist direkt hier? Ich stecke direkt vor der Tür, wo man rauskommt. Okay, ich bin ganz woanders. Du bist da. Ich bin in der Stadt an dem Wegschrein gespawnt. Hallo. Warte, ich komm wieder auf das Schiff. Die Scheiße ist, ich sehe dich halt nicht auf der Map, also so in dem Sinne. Ich sehe, also wo dein Krönchen ist, weil du bist ja der Anführer und deswegen sehe ich dein Krönchen. Markt am Hafen. Was haben wir denn hier über der Stadt überhaupt? Ich würde sagen, wir gucken uns wirklich hier erstmal um. Hier, ich komme. Dann können wir das nämlich auch erstmal nutzen. Lol, ich will nicht rauszoomen. Hier. Ja, oh. Ja. Nee, dann können wir uns nur hier eventuell auch schon mal... Oh, Schrein von Mara, den gibt's auch in Skyrim. Ich weiß, ja. Wir können heiraten. Hä? Gut, bald nicht. Aber ich bin ein Kajin. Nee, du bist ein Mensch. Ich bin ein Elf. Mann. Ja, aber ein Mann. Ja, und? Ja, ich bin auch ein Mann. Hast du was gegen Schwul oder was? Homo-Ehe. Okay, die Quest können wir dann jetzt mal überspringen. Wir können den. Ja, was heißt überspringen? Wir können den einfach mal hier anbrabbeln und weiterlaufen. Ja, genau, so in etwa. Und dann möchte ich mich in der Stadt umgucken, weil das haben wir gerade nämlich vergessen. Genau, auf jeden Fall. Und jetzt ist so Dämmerungszeit, jetzt sieht das hier viel cooler aus. Sprecht mit dem Bootsmann. Wir müssen mit dem Bootsmann sprechen. Okay. Mussten wir nicht gerade mit. Ja. Mit Zuckerkrallen. Oder so ähnlich. Egal, komm, wir schauen uns jetzt hier einfach erstmal um. Und diesmal ohne jemanden anzugreifen, bitte. Ja. Macht der hier schon. Chill mal, was ist los mit dir? Mal, er rastet hier voll aus mit seinem komischen Eis. Was geht mit ihm, oder? Hat er in den Busch gekackt? Junge. Stimmt. Der schleicht gerade übel raus. Ach, die machen ein Duell, die zwei. Ach Gott, sag dann doch. Und er ist halt so stealthy. Dingsterbumster. Ey, der ist hier! So. Hallo! Ich kann Schmetterlinge sammeln. Ich habe Schmetterlinge eingefangen. Kann man hier Blumen sammeln? Boah, es leckt bei mir zwischendurch ein bisschen. Ja, zwischendurch auch mal so ein bisschen bei mir. Ich werde... Oh, noch ein Schmetterling. Gib mir. Diese kann das nachempfinden. Das, was ist das? Was? Immer noch auf Nachricht aus Matthiesen. So viel, oh ne, ein Getränk, aber das würde ich dann stehlen. Also, Alter, wie sieht denn der aus? Was ist denn mit dem kaputt? Wir laufen hier immer total verschiedene Wege. Ja, warte, ich komme. Du bist voll weit weggelaufen.
Was denn? Alter, was geht denn mit ihm ab? Den Typ in der roten Rüstung! Voll krass. Alter, der sieht aus wie so ein Power Ranger. Wir haben ihn. Oh nein, er ist weggelaufen. Alter Schwede. Der war heftig. Der war krass. Alter, Mann, der verfolgt mich. Das ist. Ja, hier vorne ist der Schrein von Mara. Achso, wir müssten dieses Dingsbums hier vielleicht aktivieren. Das ist ein Wegschrein, das ist kein Schrein von Mara. Achso, machen wir. Aber wenn wir den aktivieren, können wir immer jeden zurückreisen. Ziel festsetzen. Nein. Nein, da markiert man irgendwas auf der Karte. Eben ja, das ist ja aber kein Problem. Nee, wenn du den einmal benutzt, dann kannst du immer wieder hierhin zurückreisen. Und ich habe über meinen Stream erfahren, dass das Schnellreisen nichts kostet, wenn du von Wegschrein zu Wegschrein reist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo in der Wildnis bist, dann sorg am besten dafür, dass du bei irgendeinem Wegschrein bist, wenn du schnell reisen möchtest, weil dann kostet dich das nichts. Boah, ihr übel der Doverkin, ey. Jawohl. Level 40, Alter. Cross the sheet? Okay, warum sind hier diese schwarzen Pfeile? Was müssen wir mit denen machen? Ich kann sein, dass es Nebenquests sind. Wachfrau Mandalime. Ich quatsch mal mit der. Willkommen in Wolke. Ja, mach ich auch mal. Alle Neuankömmlinge. Was ist los? Was ist los, gute Frau? Was ist dein Begehr? Sie auf den Docks am südöstlichen Ende der Stadt. Die Königin ist hier in der Stadt. Oho. Ihre königliche Garde, die ersten Auridon-Seesoldaten, fordert aus Sicherheitsgründen, dass sich jeder Besucher anmeldet. Na dann, okay. Da müssen wir uns offensichtlich erstmal anmelden, bevor wir hier wirklich so Bürger dieser Stadt sein können. Und ihre königliche Hoheit quasi willkommen heißen, wie auch immer, was auch immer. Ja, ich würde sagen, wir machen mit allen Nebenquests, oder? Dass wir einfach alle Quests, die wir sehen, durchmachen. Können wir gerne machen, ja. Aber sinnvollsten wäre es natürlich auch, wenn wir uns hin und wieder um die Hauptquests kümmern. Ja, klar. Weil das ist ja eigentlich das, was hier so storymäßig am interessantesten eigentlich ist. Kann ich das einsammeln? Ja, ich kann das einsammeln. Nein? Was? Das war, weil du im Weg standest. Hat sich erledigt. Ah! Aha, ich runtergebuchst. Alter. Bist ja voll mies so. Was? Kann ich dich jetzt anquatschen? Wachen? Nein. Wollen wir aber auch gar nicht. Ich gehe mal da runter. Hat vibriert. Bitte? Was hat vibriert? Mein Handy. Warum? Weiß ich nicht. Boah, die hat ein cooles Schwert. Alter, die hat ein richtig cooles Schwert auf dem Rücken. Auch so ein cooles Schwert. Oh ja, ist ganz nett. Mein Name ist Kaito. Alter, die Frau ist größer als du. Was geht? Ich fühle mich so klein. Einen schönen Tag, Besucher. Nennt mir euren Namen für die Aufzeichnung. Mein Name ist Yarichu. Ich werde das einfach aufschreiben. Auf Geheiß der ersten Auridon-Seesoldaten wurde eure Anwesenheit in Vulkilwacht hiermit vermerkt. Tut euer Bestes, keine Probleme zu machen und Ärger aus dem Weg zu gehen. Gehabt euch wohl. Wollen wir bei den Vorbereitungen helfen? Würde ich sagen, oder? Okay. Helfen? Nein, das glaube ich nicht. Obwohl, meine Wachleute haben gerade alle zu tun. Falls ihr dazu bereit wärt, könntet ihr vielleicht ein paar Dinge... Erst Berater oder erst Verwalterin? Warte ganz kurz. Gut. Ich möchte, dass ihr mit zwei Mitgliedern des königlichen Hofstaates sprecht. Mit Berater Norion und Verwalterin Eminbe. Sie warten auf Unterstützung durch die Wache. Ich kann aber gerade keinen einzigen Mann entbehren. Okay, mit wem möchtet ihr zuerst sprechen? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Berater an. Ja, hab ich jetzt einfach gemacht. Ich sehe, ihr wisst, wie man Prioritäten setzt. Ihr findet ihn im Lagerhaus westlich von hier. Vergesst nicht, ihm zu sagen, mit dem Bootsmann. Sobald ihr mit dem Bootsmann ist ja, damit wir in die andere... Ach, man braucht immer nur in die Richtung von dem Pfeil gucken, dann weiß man, was die Quest... Willst du jetzt mit dem Bootsmann reden, oder was? Nein, der hinten ist der Berater. Hier hinten die Quest. Ja, ich bin hier. Ach da, okay. Ja, du rennst immer vor. Ich will wenigstens so ein bisschen hören, was die zu sagen haben, deswegen.
Warte kurz. Ja, okay. Ja, klappt. Mein Windows hat gerade bibbeli-bibbeli gemacht. Hallo. Berater. Hallo. Berater. Ich bin beschäftigt. Fort mit euch. Und der ist ja freundlich. Ah, wenn das so ist, kommt ihr genau richtig. Mein Diener hat einen Einbrecher in dieses Lagerhaus verfolgt. Der unwissende Schuft hat die Einsatzpläne der Seesoldaten für die anstehende Rede der Königin gestohlen. Nun, woher soll ich das wissen? Ich bin kein Einbrecher. Jedenfalls können wir nicht zulassen, dass er mit diesen Plänen entkommt. Sie könnten verwendet werden, um die Sicherheit der Königin zu gefährden. Und das wollen wir ja nicht. Natürlich wollen wir das nicht. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Rein da! Warte, ich habe gerade, glaube ich, keine Waffe ausgerüstet. Bitte, ich habe doch getan, was ihr wolltet. Ja, das habt ihr. Onü? Alter, der hat ihn gerade eiskalt abgemoxt. Ich muss hier die Briefe nehmen. Ich kann hier keine Briefe nehmen. Achso, du hast die Quest für mich schon miterledigt, sozusagen. Ah, okay. Ja gut, dann. Warte mal. Ey. Ich will da hoch. Wo bist du hoch? Da hoch, guck mal, da kann man hoch. Hä? Ach so. Ach Gott. Aber anscheinend gibt es da keinen Weg hoch. Oh, was ist das denn hier? Oh, nein. Was machst du? Hallo? Sprich mit ich mir. Ich weiß gerade auch nicht. Ich gehe einfach wieder raus, sonst mache ich wieder irgendwas Falsches. Echt? So, dann quatschen wir mal mit dem hier. Nun, ich bin nicht rausgegangen. Gefunden? Jetzt. Oh, wie schade. Behaltet die Pläne. Ihr könnt sie dem Hauptmann geben, wenn ihr sie das nächste Mal seht. In der Zwischenzeit muss ich mich um die Königin kümmern. Ich bin mir sicher, dass das nur so eine Fehde unter Verbrechern ist. Nun denn, falls ihr noch andere Aufgaben habt, was meint er damit? Jetzt um sie kümmern. Ich bin hier, um Verwalterin eben Ihnen wird zu helfen. Wisst ihr, wo sie ist? Sehe ich aus wie der Gehilfe einer Verwalterin? Boah, Alter! Haltet ihr mich etwa für einen Gemeinen? Nein. Aber ja, ich weiß zufällig, wo sie ist. Im östlichen Lagerhaus. Ein kleines Stück nördlich der Docks. Ihr könnt jetzt gehen. Danke, schätze ich mal. Alter, das ist so ein unhöflicher Fatzke. Ich krieg zu viel, wenn ich mit dem quatschen muss. Wo bist du? Ich stehe hier vor dir. Ach da, hi. Ach Mann, ich verwechsel immer... Skyrim ist alt für Sprinten und jedes Mal jetzt drücke ich mal alt, das ist so schlimm. Ja, ich bin schon froh, dass das Shift ist, ey. Ich bin Shooter gewöhnt, das ist normal, dass das Shift ist. Gott, so eine alte Verwalterin. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt nicht helfen kann. Ich bin sehr beschäftigt und es gibt viel zu tun. Ich soll euch sagen, das Wachobmann ist, wer auch immer. Oh, na schön, in Ordnung. Was dann, ja? Wo war ich? Komm, der Name war jetzt nicht schwer. Die Vorräte. Zwei meiner Köche sind tödlich erkrankt. Mitten in den Vorbereitungen für das Festmahl der Königin. Ich vermute Sabotage. Ich möchte mich vergewissern, dass all unsere Nahrungsvorräte sicher sind. Ich scheint etwas aufgeregt zu sein. Ich bin nicht aufgeregt. Ganz und gar nicht. Ich werde die Vorräte hier untersuchen. Ihr geht ins Lagerhaus nebenan. Stellt sicher, dass alles frisch und nichts fehl am Platz ist. Okay. Alter, Köche tödlich erkrankt. Was geht hier ab, ey? Oh, ich will hier hoch. Ich will gucken, was hier ist. Ja, ich will auch da hoch. Das wollte ich schon, bevor ich hier reingegangen bin. Also, nachdem ich hier reingegangen bin. Wollen wir hier was looten? Nicht ohne was zu stehlen, glaube ich. Oh, guck mal. Eine kleine Räucherratte. Eine Spinne getötet. Hier ist eine kleine Räucherratte, guck mal. Wo? Hier, yeah, vor mir. Oh nein! Oh, du bist so scheiße! Aber ich loote sie trotzdem. Oh, mein arme kleine Rat. Oh, Alter. Da unten sind voll viele Pfeile. Guck dir das mal an. Ja, da müssen wir jetzt hin. Das ist die Quest. Alter Verwalter. Okay. Dann hauen wir mal rein hier, ne? Autsch, das tut ja weh.
Wir haben übrigens noch 5 Minuten, dann müssen wir die erste Folge beenden. Och nö! Was denn? Ich dachte, ich muss das aufsammeln, was in den Kisten ist. Jetzt habe ich wieder was geklaut. Oh nein! Und ich weiß nicht, wie ich mein Schwert wegstecke. Das zeige so, ich will nicht. Dieselbe Kacke wieder, ey. Zielen, Begleiter, Befehligen. Waffenwechsel. Ja, Waffenwechsel bringt mir nicht viel. In diesem Fass sind nur Äpfel. Die sehen frisch aus und riechen auch so. Okay. Unterbrechen, schleichen, sprinten, blocken, angreifen. Ultimative Fähigkeit, Schnellzugriff. Waffe ziehen, verstauen. What the fuck? Ah! Ja. Dumm. Neben Y. Echt? Oh, Tatsache. Okay, cool. Sehr gut. Ja, also Kisten nur kurz drauf und gucken und so. Ja, ich habe die falsche Kiste geöffnet, deswegen. Ist egal. Hast du denn noch was rausgenommen? Ne, stand nur, dann lebt wohl. Ah ja, klar habe ich was rausgenommen. Ich dachte, ich muss das nehmen. Vergiftetes Fleisch, ja. Das müssen wir auch mitnehmen, nehme ich an, oder nicht? Das ist ein Questgegenstand. Sucht nach Anzeichen für Gift, sprecht mit Verwalterin, ja. Ja, okay. Das war's. So. Dann wieder zurück. Gotta go fast. Ja. Ach, hier ist sie ja. Ups. Ich renne erstmal vorbei. Badass. Ich habe etwas Bügelfleisch gefunden. Ich denke so, ouch! Aua, ich werde angegriffen. Hilf mir! Hilfe! Du musst die Quest machen. Ich scheiß auf die Quest, ich sterbe gerade. Nein! Ah. Alter! Oh Gott! Bam. Templar OP! Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Hä? Oh. Kann ich leider noch nicht heilen, ich habe noch keine Fähigkeiten. Ich auch nicht. Jetzt habe ich dich. Jetzt konnte ich nicht weiterlesen, danke! Warte. Ich habe etwas Bügelfleisch gefunden. Ich denke, es wurde vergiftet. Den Stern sei Dank. Ihr habt das Problem gefunden. Behaltet es. Der Hauptmann wird es sehen wollen. Oh, behaltet es. Ja, ich wollte schon immer vergiftetes Bügelfleisch haben. Ich wurde von einem Mann in einer Uniform angegriffen. Eine Uniform? Muss ein Beutelschneider gewesen sein. Die treiben sich immer an den Docks herum und lauern darauf, etwas von der Fracht abzwacken zu können. Seid vorsichtig hier in der Gegend. Ich werde die Beweise an den Hauptmann weitergeben. Okay, huch. Oh, der hat einen schwarzen Panther als Tier. Oh mein Gott, ich will auch. Kannst du auch haben. Ich will auch. Und zwar kann ich dir, glaube ich, sogar sagen, wie. Bin ich so klein oder bist du so groß? Das ist unfair. Ich bin größer als du. Arschloch. Warum sind die Lieferungen aus Matisen so langsam? Oh. Es ist so. Bin ich zufällig despawned? Nein. Okay, gut. Weil ich häng gerade in einem Loading Screen. Okay. Oh, okay. Warte. Ey, wie ging das nochmal? Ja, ist okay. Da, Kronenshop. Du hast ja 500 Kronen. Echt? Geh mal auf I und dann steht da oben bei den 500. Da klickst du drauf. Und da gibt's Handwerk, Kostüme, Reittiere, Begleiter. Über den Kronenshop könnt ihr euch Komfort-Individualisierungsgegenstände. Kannst du zum Beispiel eine D-Ratte kaufen. Für die 500 Kronen. Eine was? Eine D-Ratte. Oder ein Bärenhund. Oder eine Hauskatze für 400. Die läuft dann immer mit dir rum. Begleiter wollte ich doch. D-Ratte. Unter exotisch sind halt diese Panther, der gestreifte Senshi-Panther, keine Ahnung was, der kostet halt 700, du hast halt nur 500. Oh, Mino. Könntest du dir eine Hillstrom-Ahnen-Echse holen. Aber was ich viel cooler finde, sind die Kostüme. Da gibt es nämlich richtig geile Kostüme und die kosten teilweise sogar nur 500. Auch nicht. Kulturelle Kleidung? Nützliches Kostüm? Das sind alles über 700. Warte kurz. Geil. Was denn? Ich kann mein Kopfgeld nicht bezahlen. Jetzt kommen hier wieder irgendwelche Wachen und töten mich. Weil du vielleicht noch kein Geld hast? Ja, aber wo soll ich denn Geld herkriegen? Wir müssen Quests machen, das ist das Problem. Und wir müssen Quests vor allem abschließen, damit wir dafür auch was kriegen.
Oh, um euch im Weg schreiben wieder zu den Wirbel. Eure aktuellen Position kostet euch einen gefüllten Seelenstein, sobald ihr mindestens Stufe 6 erreicht habt. Adelsanzug, Oh, mich hat jemand wiederbelebt, nice. Das bringt mir aber nichts, weil ich gleich wieder sterben werde. Ja, dann, ich muss ganz schnell die Quest machen. Ich brauche Geld. Ja gut, warte, dann schließen wir eben noch hier diese... Ups, Vorsicht, du wirst schon wieder verfolgt. Ja, ich weiß. Lauf einfach weiter. Oha. Ja, ich bin tot. Also, ich kann nicht großartig laufen. Der Stunt Dynamo und sowas, das ist mega schwul. Vor allem hat er gerade voll den Mega-Sprung hingelegt. Ja, ich gehe einfach in das Haus rein, da kommt er eh nicht hinterher. Ja, stimmt, er bleibt hier vorstehen, jetzt bist du geflüchtet. Lol, ich kann in die Zellen gehen. Okay, der ist wieder abgehauen. Boah, ich bin gerade voll deep hier in dem Haus drin. Wachturm? Warte, ich komm auch. Ich bin in den Zellen unten. Oh, hier sind aber auch Wachen. Wie bist du an denen vorbeigekommen? Ich bin gelaufen. Okay. Zellen. Du gehst einfach freiwillig in die Zelle rein. Voll der gute Bube. Kannst wieder rausgehen. Okay. Pass auf, da oben war eine Wache. Ja, so. Oh ja, hast recht. Einfach schnell rausrennen. In der Hoffnung, dass sie nicht hinterher kommt. Oh, er ist gerade so hinter mich gelaufen. Seid gegrüßt. Okay, komm, schnell. Quest abschließen hier unten. Da ist eine Wache. Sagt mir, was ihr gefunden habt. Ja, ich habe hier diese Punkt, Punkt, Punkt. Gut, gut. Hört zu. Ich drang seine Raum wirklich nur ungern. Bitte, hab ich Geld bekommen? Eine Aufgabe für euch. Ich hab 12 Gold. Einer meiner das ist gestohlen, das Gold. Super. Wir müssen mit diesem niederen Gesinn sprechen. Ich hab ein bisschen Angst. Wir haben keine Zeit für lange Unterhaltungen. Da vorne steht direkt eine Wache. Ich hasse es, ein Flüchtling zu sein. Wir brauchen jemanden, das kann man eindeutig verstehen. Heranzukommen. Er weigert sich, mit einem Mitglied der Wache zu sprechen. Das kann alles warten. Ich dachte, jetzt pack ich hier meine Parkour-Skills aus, ey. Bei dem Haus dort rechts. Für die Königin, jawohl. Okay, Wir haben irgendwie jetzt kriegen wir kein Geld für den Scheiß, den wir hier machen. Ja, ich gehe nochmal, da oben ist noch eine Quest, da muss ich ganz schnell hin. Warte, ich komm mit. Ist das eine Wache? Nee. Die haben alle Reittiere, ich will auch Reittiere. Ich müsste gleich kurz den Part beenden. Hupsi. Ihr seht so aus, als ob ihr die ein oder andere Schlacht geschlagen habt. Ganz bestimmt. Ich bin einfach gerade aus irgendeinem Koma erwacht. Ja, wir müssen hier rein. Tretet bitte zu. Ah, ich brauche ihn. Okay. Ja, warte, ich komme. Wir hören nicht zu den Wachen. Ich möchte nur reden. Wollt ihr wirklich sterben? Ich bin nur rein zu laufen. Schritt weiter. Ich komme rein. Schneide mir die Kehle. Warum sollte ich euch vertrauen? Schön, schön. Aber macht ja keine Dummheiten. Kommt hier rein. Hallo. Ihr seid keine Wache. Den Stern sei Dank. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Sie kommen. Ich weiß, dass ihr nur eine Ablenkung seid. Hört genau zu. Hauptmann Astania ist korrupt. Sie gehört einer Gruppe an, die sich das Schleiererbe nennt. Okay, hier werden voll die Verschwörungen aufgedeckt. Das Schleiererbe. Sie planen ein Attentat auf die Königin im Tempel. Sie haben Mitglieder des königlichen Stabs bestochen, damit die Rede hier gehalten wird, wo sie den Hauptmann in der Tasche haben. Aha. Nein, nur das, was... Ja, die Wachen sind nicht so geil, habe ich schon gemerkt. Sie schwebt in ernster Gefahr und die Wachen hier... Oh nein. Ah, mich nehmen die nicht fest. Bürger. Kann ich mich hier hinsetzen? Verräter. Hinsetzen und zugucken, abschauen. Nimmst du noch ein bisschen Popcorn. Ihr seid verhaftet. Oh lol, da ging was. Mein Leben. Haben die den gerade tot? Ja, die haben den einfach umgeboxt. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ey, du läufst doch hier auch schon rum, dann bist du doch so weit. Ja, weil der hat den gerade noch nicht umgehauen. So weit waren die hier bei mir noch nicht. Also. Oh nö, müssen wir mit dem quatschen wieder? Gute Arbeit. Werdet ihr mit ihm machen? Er wird eine gerechte Behandlung erfahren. Unser Hauptmann ist immer sehr gerecht in ihren Urteilen. Okay. Gute Entscheidung. Ah, 91 Gold haben wir jetzt. Dafür, dass dieser Mann in eine Zelle ja! wird. Natürlich. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. So. Ihr seid so kalt. Wachen! Sie hat eine Wache. Zu mir aufgemacht. Ich möchte gerne mein Kopfgeld bezahlen. Hallo? Okay. Okay, ich würde sagen, dann bezahlst du gleich noch dein Kopfgeld und dann werde ich den Part auf jeden Fall mal beenden.
Das war auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Steck deine verdammte Waffe weg, sonst greifen die gleich wieder an. Was die für fette Waffen hat? Hä? Ach so. Alter Schwede. Ja, die ist auch schon bestimmt ein bisschen weiter als wir. Die haben alle diese komischen roten Rüstungen. Level 16. Ja, sie ist tatsächlich ein bisschen weiter als wir. Wir sind Level 1, ja? Aber guck mal, die ist Level 7 und hat auch voll die coole, fresche Rüstung. Ja, Kronenshop halt. Außerdem sind wir nicht Level 1. Guck mal auf I. Ich bin Level 3. Jetzt bezahl dein verkacktes Kopfgeld, damit wir ja, endlich hier den eine Wache. Ich kann nicht. Part beenden können. Wachen! Wache, ich will mein Kopfgeld bezahlen! Uey. Hallo, Wache? Ja, hier, 10 Gold, fertig. Easy, Cash, Alter. Oh, easy wundervoll. Game, easy life. So, ich möchte gerne hier oben. Warte mal. Was denn? Warum geht denn das nicht? Was denn? Ich wollte mich hinsetzen, aber das geht nicht. Nö. Doof. Wie komme ich denn in die andere Sicht? Ach, ist egal. Einfach ranzoomen. Ranzoomen? Oh. Tatsache, awesome. Jetzt lauf doch nicht wieder weg. Ich wollte hier oben awesome den Part beenden. So. Hey, lass mich hoch. Okay. Ja, jetzt rennt er wieder runter. Warte. Ich schaff das. Du bist ein schlauer Mensch. Ich stricke den Bart. Alter, das ist eher verpackt. Hier springt immer so eine komische Katze in mein Bild. Okay. Jetzt stehen bleiben. Keine Bewegung. Come on. Ich will auf diese coole Kiste. Ah, egal, ich geh einfach auf die neben dir. Ja. Das ist auch kein Problem. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und zumindest bin ich dieses Mal ohne irgendwelche Schwierigkeiten hier durch diesen Part gekommen. 10 Gold Kopfgeld ist jetzt auch nicht so die Welt, würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Fitzbold. Würde ich sagen, schaut unten in die Videobeschreibung, wie immer, wichtige Links und so. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Du sagst nicht Tschüss, okay? Ciao. Ich wollte nur darauf anmerken, dass ich gerade mal einen Pfeil auf dich ziehe. Ja, und? Ich bin deine Gruppe, Mann, du wirst mich schon nicht töten.